Preisschock für private Krankenversicherte ab 2025. Beiträge in der PKV steigen für viele im Schnitt zweistellig um 18%. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, warum sollte es den Privatkrankenversicherten besser gehen wie den gesetzlich Versicherten? Wir wissen ja, dass die gesetzlich Versicherten ab 1. Januar 2025 mit einer Erhöhung des Zusatzbeitrags 0,8%, dann einer Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze rechnen dürfen, dann mit einer Erhöhung des Pflegebeitrags um nochmal 0,3% rechnen dürfen. Also alles ganz, ganz schlimme Dinge, die hier auf die gesetzlich Versicherten zukommen. Und ich sage das ohne Häme, meine Damen und Herren, die Privatkrankenversicherten, die werden hier auch mächtig zur Kasse gebeten. Das ist wirklich ein historischer Anstieg, den wir hier erleben. Für 2/3 aller Privatkrankenversicherten geht es ab Januar 2025 um sage und schreibe 18% nach oben. Das hat sogar der Bundes- oder der Verband der privaten Krankenversicherten mitgeteilt. Sie müssen sich auf einen Rekordanstieg bei den monatlichen Prämien einstellen. Das hat der Verband der privaten Krankenversicherten mitgeteilt. Und in einer regelmäßigen Überprüfung der privaten Krankenversicherer, die private Krankenversicherung wird ja von Versicherungsunternehmen angeboten und durchgeführt, sei das notwendig, dieser Anstieg. Es werden also praktisch dann diese 2/3 der Privatversicherten hier mit einer durchschnittlichen Anpassung von 18% rechnen müssen. Das kann also sozusagen für den einen sogar noch höher gehen als die 18%, für den anderen dann niedriger als 18%, aber im Durchschnitt sind es 18%. Und die PKV, der PKV-Spitzenverband, begründet das begründet die drastische Beitragsanhebung für Privatkrankenversicherte durch den starken Anstieg bei den medizinischen Leistungsausgeber. Größter Kostentreiber sei wohl der Krankenhausbereich. Die Kosten der Pflege sind im Jahr 2023 bis 2023, bis 2021 bis 2023 um 37,5% je durchschnittlichen Pflegetag im Krankenhaus angestiegen. Auch spielen bessere Löhne bei der Pflege eine Rolle und auch die Kosten der ambulanten Versorgung sind gestiegen. Ja, meine Damen und Herren, eines ist ganz klar, die PKV lässt auch hier die Preise steigen. Ich sage das wirklich ohne Häme, denn ich finde das letzten Endes einfach nur noch alles sehr, sehr traurig, was hier in Deutschland los ist, dass also gesetzlich Versicherte und Privatkrankenversicherte so zur Kasse gebeten werden. Das ist unglaublich, das ist eigentlich unfassbar. Man muss einfach sagen, dass man auch hier gerne mal vom PKV-Verbandsseite immer wieder auf die Kostenanstiege der GKV hinweist und damit versuchen will, deren Preisanstiege zu rechtfertigen. Meine Damen und Herren, nein, das geht so nicht. Die private Krankenversicherungswirtschaft, die Allianz und Co. sind Shareholder-Value-getriebene Unternehmen. Das heißt also, die müssen dafür sorgen, dass ihre Aktionäre jedes Jahr ordentliche Gewinne einstreichen. Und deshalb ist das ist auch ein Grund dafür, warum PKV-Beiträge steigen müssen, weil das ist völlig normal. Allianz und Co. gewinnorientiert arbeitet, hingegen die gesetzliche Krankenversicherung nicht gewinnorientierend arbeiten darf. Aber meine Damen und Herren, dass das so nicht weitergehen kann, ist völlig klar. Wir brauchen in Deutschland eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung für alle. Sie müssen sich bitte Folgendes vorstellen, das noch zum Schluss. Ein PKV-Mitglied hat im Schnitt, also alle PKV-Mitglieder haben im Schnitt einen monatlichen Beitrag zu zahlen von 623 Euro. Das sind die Jungen und die Alten praktisch im Durchschnitt erfasst. Ich kenne viele ältere Rentnerinnen und Rentner, die auch zu uns in unser Büro nach Halle gekommen sind. Die haben zum Teil schon mehr
als 1000 Euro im Monat für ihre private Krankenversicherung zu zahlen. Und da hört dann irgendwann mal der Spaß auf, weil die Leute es schlicht und ergreifend nicht mehr zahlen können. Und dann bleibt denen nichts anderes übrig als der Weg in den Notlagentarif. Und was das bedeutet, meine Damen und Herren, das können Sie gerne im Internet nachlesen, was der Notlagentarif in der privaten Krankenversicherung bedeutet. Das ist eine Katastrophe, vor allen Dingen dann, wenn Sie krank sind. So kann man in Deutschland mit den Menschen nicht umspringen. Aber ich hoffe auf das Beste, dass die Politik ein Einsehen hat und endlich eine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung einführt, wo alle einzahlen, Beamte, Politiker, Selbstständige und auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Studenten, Minijobber und so weiter, die müssen da alle einzahlen. Auch Vorstände von Aktiengesellschaften müssen da einzahlen. Ganz wichtig, so dass wir hier für eine Art Leistungsgerechtigkeit sorgen. Und wer da was Besseres haben will, der soll es wie in allen anderen Ländern auch machen, der soll sich bitte eine Zusatzversicherung abschließen. Dafür sind die privaten Krankenkassen oder die privaten Versicherungsunternehmen dann zuständig. Ich bin der Meinung, dass die Krankenvollversicherung nicht mehr in die Hände der privaten Krankenversicherung gehört. Das hat nichts damit zu tun, dass ich denen das nicht gönne, sondern wir brauchen schlicht und ergreifend ein einheitliches gesetzliches Gesundheits- und Krankenversicherungssystem. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Es wird spannend, wie die Bundestagswahl 2025 ausgeht, vor allen Dingen im Hinblick auf die Frage einer erwerbstätigen Versicherung in der Rente und einer Bürgerversicherung. Ich bin wirklich gespannt, ob die SPD dieses Mal endlich ihre Versprechungen einhält. Im Jahr 2021 hat sie es ja nicht getan. Ciao!